Helde. Ja, ihr seht jetzt den ersten Spieltag zum Angriff auf der Galopprennbahn von dem Turnier, was Finn organisiert hat von der Alderaner Wochenschau, beziehungsweise von DevTuber Wargaming. Bevor es jetzt losgeht mit dem ersten Spieltag Vorbereitung, hoffentlich habt ihr auch gesehen, wenn nicht, schaut mal hier oben auf das kleine i. Da gab es nämlich schon ein Vorwort von mir, quasi wie ich mich nach langer Pause einfach auch auf das Turnier vorbereitet hatte. Genau. Ja, leider sind die Kameraeinstellungen nicht immer ganz ideal. Ich habe leider versehentlich meinen Camcorder irgendwann mal verstellt gehabt, aber ich denke, es ist immer noch ansehbar. Ich habe das Videomaterial, was ich habe, denke ich, ganz gut retten können, verarbeiten können. Und für Leute gerade, die weiter weg wohnen oder auch außerhalb von Deutschland, sagen wir mal in der Österreich oder Schweiz, ich denke, oder im tiefsten Bayern oder wie bei mir, tiefsten Baden-Württemberg, weit unten Richtung Bodensee oder so, ich denke, ihr könnt euch auf jeden Fall einen guten Eindruck darüber verschaffen, wie die Spielplatten so aussehen, trotz allem. Es gibt noch einige Handybilder eingeblendet. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Spieltag auf dem großen Bremen-Turnier. Hi Leute, willkommen zum neuen Video zu Teil 2. Hallo. Im Angriff der Galopprennbahn. Wer ist da? Ja, ich bin der Kilian. Ihr kennt mich vielleicht von Battle Bear. Wäre schlecht, wenn nicht mittlerweile, oder? Und Alderaner Wochenschau, ganz ja, gut. Genau, Alderaner Wochenschau. Und wir sind hier immer noch in Bremen. Immer noch in Bremen. Ja, deine Erwartungen an das Turnier heute? Du warst ja schon mal da im Vergleich zu mir. Ich bin das erste Mal das Jahr. Also, es wird sicherlich wieder ein super Turnier werden. Wir haben 92 Spieler, also größtes Star Wars Legion Event in Deutschland. Keine Absagen mehr kurzfristig oder so? Nee, es sind auch noch ein, zwei nachgerückt okay. Von den Absagen. Also wird echt cool. Und wir haben super Tische, wir haben super ausgefallene Tische. Da freue ich mich eigentlich echt drauf. Und Finn organisiert das normalerweise immer super. Deswegen denke ich, das wird ein reibungsloser Ablauf werden. Deine persönliche Erwartung, so als Spieler gesehen? Irgendwelche Erwartungen, Wünsche? 4-1 nach Hause, 3-1 nach Hause. Also irgendwas. So 3-2 wäre schon ganz nett, aber mal gucken, was so kommt. Ich meine, es sind ja auch wieder alle Top-Spieler vertreten, ja, von daher müssen wir mal gucken, was so in der Runde 3 passiert. Ja. Nee, aber alles easy. Hauptsächlich Spaß haben, das ist das Wichtigste an dem Turnier heute. Wer Kilian noch nicht kennt, Kilian ist ein typischer Separatistenspieler, eigentlich seitdem du angefangen hast. Ja. Willst du gerade was dazu sagen? Warst du denn so ins Feld führst dann heute? Oder? Ja, ich habe lange Zeit überlegt und habe mich dazu entschieden, Kalani, Magna Guards und 3 Steps mitzunehmen. Mhm. Einfach, weil das auch eine Liste ist, die mir super viel Spaß macht zu spielen. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt nicht hier irgendwie eine super, keine Ahnung, Doku-Liste auspacken, die mega defensiv ist, wo ich dann voll aufpassen muss. Sondern sehr statisch auch, weil der Count ist halt schon ein bisschen älter. Genau, und habe dann gedacht, du spielst 5 Spiele, Spaß musst du haben. Ja. Also pack aus, was du Bock hast. Danke nochmal für den Trainingstag, denn ich war beim Kilian eine Woche vor dem Turnier und habe die Liste schon mal abbekommen. Zweimal sogar. Und beim ersten Spiel, das habt ihr am Teil 1, wo ich mich quasi wieder zurückmelde vom Kanal, gehört gehabt. Ja. Im Prinzip gleich im Aufbau verloren, weil ich mich falsch platziert habe bei der Mission. Ich habe die Mission nicht gekannt und kaum gespielt, ich glaube zweimal oder so. Daher einen coolen Tag auch bei dir gehabt. Auch das zweite Spiel haben wir analysiert, weil ich einfach bei mir merke, es gibt zu wenig Separatistenspieler und da fehlt mir einfach so ein bisschen die Übung gegen. Und na, aber jetzt hast du auf jeden Fall die Möglichkeit. Es sind so viele Separatistenspieler da, ist schon krass. Ja, das überrascht mich tatsächlich. Ja, ich dachte, auch. Ich komme her und ja, so 40% Schattenkollektiv ist gar nicht. Nee, ist nicht so schlimm. Es teilt sich, glaube ich, gut auf. Ja. Also das meiste, was ich gehört habe, Separatisten am Vorabend oder Imperium. Genau. Imperium ist sehr viel. Aber danach, die zweite Fraktion ist, glaube ich, direkt Separatisten. Ja, gut. Dann danke für den kurzen Moment, Kilian. Ja, und ich suche jetzt mal noch einen anderen vor der Kamera und dass noch ein anderer Spiel so seine Eindrücke für heute äußert. Alles klar, macht's gut. Ich nehme euch mal mit über die Spieltische, bevor hier gleich der erste Spieltag losgeht. Ich bin hier auf dem Angriff der Galopprennbahn. Turnier vom Finn aus dem Team Alderaner Wochenschau, beziehungsweise der Flow Walking mittlerweile auch. Ja, im Moment ist gerade noch so, die Leute kommen langsam aus den Federn, melden sich langsam an mit ihren Listen und ihren Armeen, melden sich zurück, dass sie auch aufgewacht sind. Denn wir sind gestern Abend noch ein bisschen nach der Ankunft zusammengesessen, haben dann was getrunken auch, ein paar Leute haben sogar gespielt, ich glaube 3 Spiele liefen gestern Abend dann noch. Und ja, gemeinsam gegessen und ein bisschen geschnackt drüber, was wir über das Schattenkollektiv alles so denken, über die neuesten Ankündigungen, wie zum Beispiel die Ewoks, die ja im Mai rauskommen soll, nächstes Jahr ungefähr, Ninjarin und wie sie alle heißen. So, wir fangen jetzt mal an, ich muss kurz mal gucken, natürlich an Spielplatte 1 an. Es sind 26 Spielplatten aufgebaut für insgesamt 92 Spieler. Kurzer Kameraschwenk.
aber im Vergleich zu anderen sehr unauffällig, weil es so dunkel ist. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Weiß auch nicht, an der Platte irgendwie habe ich so einen kleinen Nachen gefressen. Da finde ich die Umsetzung irgendwie ganz... Ja, es könnte eine Alles-Sis-Welt sein. Man könnte jetzt nicht genau benennen, welche Welt es ist. Und ja, mir gefällt es einfach irgendwie so ein bisschen. Wir können auf sehr hohem Niveau die Bäume wirken erstmal etwas fehlplatziert, weil er einfach eine zerfallene Welt offensichtlich, aber aufgrund der Farbgebung halt mit den, sag jetzt mal, Lava-Tümpeln passt es halt dann doch irgendwie, weil sich der Boden einfach mal wiederholt in der Platte. Also ich finde die Platte optisch sehr, sehr cool. Spielerisch weiß ich nicht, müsste ich dann sehen. Wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so, als sei das irgendwie doof für Star Wars Legion vom Gelände her. Ich denke, es sollte passen. Also es ist eine Platte, die mir irgendwie sehr gut gefällt. Sehen wir die fantastische Endor-Platte, die alte Endor-Platte von Daniel Buskohl. Ich habe mal einen Daniel mir geschnappt und auch mit ihm ein Interview für euch gemacht, dass er einfach auch mal seine Gedanken als Geländebauer äußert. Wie geht er ran im Vergleich zu mir zum Beispiel? Und ja, könnt ihr euch drauf freuen, da wird es ein extra Video geben. Ich finde die Platte mega. Wie gesagt, das ist die alte Platte und er hat jetzt dieses Jahr fürs Turnier einen zweiten Teil gebaut. Zu der kommen wir gleich. Ist einfach schön, wie viele Mini-Dioramen er verpasst hat an die Platte. Einen Blurk zum Beispiel, der gejagt wird unter einem Netz, findet man auf der Platte. Man findet einen Schamanen in der Hütte. Man findet auch Ziegen in einem Baum, in einem hohlen Baum oder auch in einem Stall. Also man findet hier viele, viele Details. Hier die zweite Platte, wie gesagt, ich werde dann mal drüber sprechen, was hat er sich dabei gedacht, warum hat er nochmal eine Endor-Platte gebaut. Wenn die nächste Platte gebaut wird, wird es wieder Endor werden, wer weiß. Auch hier hat er ein paar kleine Szenen versteckt, zum Beispiel Evox, die auf der Landeplattform stehen und einen Katapult beladen. Und ja, ich habe auf einer der beiden Platten spielen können, ich kann euch jetzt nur nicht verraten natürlich welche, ihr sollt natürlich das nächste Video noch gucken. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Klar, man hat ein bisschen Angst, dass da irgendwas zerbricht, aber da kann ich euch sagen, er hat es sehr stabil gebaut. Also es zerbricht nicht gleich ein Puzzle. Beide Platten nicht. Auf jeden Fall dickes Kompliment von mir an dich nochmal, Daniel, für die beiden sehr gelungenen Platten. Hier eine, ich sag mal, leicht umstrittene Platte, mancherlei Leuten wegen. Zumindest ich finde sie echt cool. Habe aber auch gemerkt, dass da wohl schon ein paar Schnippelschöpfungen nahe gekommen sind. Es ist ja nicht so typisch Star Wars. Ist es auf den ersten Blick nicht. Star Wars Universum ist aber richtigerweise, wie schon gesagt wurde von Finn, so groß. Warum soll es nicht auch sowas da geben? Es gibt auch ein paar Sci-Fi-Elemente an den einzelnen japanisch angehauchten, nur asiatisch angehauchten Hütten, wie die Antennen, Lüftungsschlitze, hier auch nochmal ein Lüftungsschlitz. Es hätte vielleicht ein paar mehr futuristische Elemente gebraucht, um so einer Diskussion vorzubeugen. Ich finde es ganz cool gemacht mit dem Schnee. Es müsste Natron sein, das genutzt wurde hier.
weil Mehl würde zu sehr flocken, wenn man das aufträgt. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Seht ihr? Es ist wirklich so ein bisschen draufgeträufelt und klumpt nicht so krass. Klar, sowas kann ab und zu mal passieren beim Fixieren später, aber Mehl würde extrem klumpen und daher dürfte das nicht mit Mehl gemacht sein. Ich habe so einen Verdacht, wer das Gelände gebaut hat für Finn. Ich werde ihn auch mal anschreiben und ihm auch nochmal mein Kompliment dazu äußern. Hi Leute, hier der zweite Spiel nach Kilian, hier noch ein Spieler mir mal geschnappt. Wer bist du eigentlich? Der Yannick. Der Yannick und du kommst aus? Ich komme aus Oldenburg. Aus Oldenburg direkt? Genau. Das sind ja quasi 30 Minuten von hier, ne? So ja, ungefähr. Ich bin mit dem Anhänger eine Stunde gefahren, gestern mit dem Schnau. Anhänger, warum Anhänger? Ja, weil ich das ganze Gelände von Finn transportieren durfte. Ah, ein Praktikant von der Alderaner Wochenschau sozusagen fürs Turnier. Genau, genau. Ja, woher kennst du Finn? Weil dann kennt ihr euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ich habe ihn im Studium kennengelernt, also schon 10 Jahre her. 10 Jahre ja. Schon? Hui. Und immer noch Praktikant oder? Immer noch Praktikant. Oder wieder Praktikant geworden? Immer noch Praktikant. Habt ihr vorhin ein anderes Thema zusammengespielt an der Stelle? Ja, ein bisschen 40k. Also es war bei mir dann eher Spaßseite. Das war für mich immer noch voll krass in der Turnierszene drin. Das hat sich dann mit Star of Legion geändert. Okay. Du spielst heute in Bremen. Was spielst du da? Ich spiele eine Obi-Wan-Liste. Ach, du bist auch Republik? Ja. Ja, dann haben wir hier 2 Republikaner vor der Kamera. Muss ja sein. Sieht man ja auch am Shirt, wie man es jetzt schön sieht. Ne? Jo. Das wird schon super. Ja, ich habe Kenobi heute mal abgeschworen. Heute ist es Anakin Yoda bei mir. Auch sehr gut. Ja, willst du was zu deiner Liste kurz sagen irgendwie? 10 Aktivierung, 9 Aktivierung? Ja, ich kann es sagen. Also 9 Aktivierung. Mhm. Ich habe dann noch ein bisschen 10-Punkte-Bild, um Großteil der, ich sag mal, hoffentlich Speederlisten, dass ich kein Bombing Run und sowas spielen muss. Ja, aber da werde ich Probleme haben. Genau, das ist auch das Problem. Aber das Prinzip der Liste ist eigentlich, viele Dodge-Turm zu generieren, weil ich noch Padme auch dabei habe. Ich habe Pikes, dass ich einfach so viel ausweichen kann wie möglich. Dann noch mit Obi-Wan, mit der Guardian-Fähigkeit, viel Schaden abfangen. Ja, idealer Supporter dann genau. In dem Fall. Genau. Mal sehen, wie das klappt. Deine Wunschmission dann für die Liste? Was würdest du am liebsten dann meistens gerne spielen? Tatsächlich Geiselaustausch. Die Geisel, okay. Weil man eben gut mit Exemplar ja auch noch entsprechend Standbys scheren kann, extra Bewegung, ja. Pappen, Zweier, Pip noch eine Bewegung kann. Da ist man sehr gut mit der eigenen Geisel ganz gut raus. Okay, interessant. Also Padme, mit der werde ich nicht mehr warm. Ich weiß auch nicht. Also ich habe ihr leider einen Korb gegeben, die steht bei mir noch in der Vitrine. Schade. Erstmal mal gucken, vielleicht kriegt sie ja ein Comeback. Ähnlich wie Anakin habe ich auch lange eher so in die Vitrine verscheucht. Deine Erwartung, wie du so rausgehst vielleicht? 3-1 also, oder 3-2 beziehungsweise? Ja, für mich ist es eine positive Bilanz, das ist eigentlich mein Ziel, so 3-2. Wenn es besser wird, ist natürlich gut, und wenn es schlecht ist, ja, ich sag mal, habe ich trotzdem 5 schöne Spiele gehabt. Das ist ja auch der Sinn hier des Turniers. Ist ja ein schönes Fun-Event, man trifft immer schöne Leute, hat schöne Gespräche. Das macht ja jedes Jahr Spaß. Bist du das erste Mal da dann oder schon das zweite? Also hier in Bremen vielleicht das zweite Mal. Davor zum Beispiel haben wir es in Oldenburg Spieltage auch schon mal ein größeres Event gehabt. Da unterstütze ich den auch eigentlich immer seit Jahren schon fleißig. Okay. Letzte Frage. Hast du einen Angstgegner? Also sowohl Spieler vielleicht, sagen wir mal, oder auch die Fraktion? Tatsächlich wäre das eine Imperiumsliste, die ganz, ganz viel High Velocity hat. Weil man die Dodge-Turm nicht nutzen kann. Verständlich. Beziehungsweise Separatisten-Panzer. Ja, das wäre Kenobi auch schlecht, dann geht es auch Resum nämlich nicht so richtig. Exakt. Ja, das wäre bitter. Ansonsten, ja, gar nicht. Sonst nichts. Sonst kann ich überraschen, dann passt das alles. Gut, dann dir auf jeden Fall viel Erfolg, auch viel Spaß. Danke fürs kurz Mitmachen. Vielleicht schnappe ich dich nachher nochmal kurz, wenn wir Zeit haben. Und dann frage mal einfach nach, wie es bei ihm Runde 2 so steht oder so weiter. Ja, mach viel Glück, Yannick. Ja, danke sehr. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich riesig, dass dieses Star Wars Legion Turnier in dieser Form wieder stattfinden kann. Wir haben echt viele Leute zusammengekriegt und ich denke, es wird ein richtig, richtig cooles Wochenende. Das, vor allem hat es so gut geklappt, weil ich diesmal wieder ganz, ganz viele Leute habe, die mich bei so vielen Kleinigkeiten unterstützt haben. Sei es der Daniel, der jetzt hier Anmeldung gemacht hat und Vorfeld viel gemacht hat. Sei es der Dennis, der sich ums ganze Bounty Board gekümmert hat. Und viele, viele Leute mehr. Na, und jeder Einzelne, also es ist wirklich super, super cool, wie ihr mir helft, dieses Turnier zu organisieren. Und dass es einfach mir Spaß macht und ich es einfach gerne tue, dieses Event zu machen. Das finde ich richtig, richtig toll. Da muss ich mich erstmal bei euch bedanken. Wir werden ein richtig schönes Wochenende haben. Thank you.
ist ein Sitz. dann. Ja, in Runde 1 habe ich auf dieser Schneewelt gespielt. Wir haben Feuchtigkeitslaboratoren gespielt. Hier seht ihr mal zwei Laboratoren, die Kenny platziert hatte. Und hier diese, die ich platziert habe. Mein Gegner hat auch Republik gespielt. Eine Liste rund um Anakin, Partner, zwei Wookiee-Nahkampftrupps mit Schildern ausgerüstet. Einem ARC-Team zusammen mit Echo. Das seht ihr hier platziert bei dem einen Laborator. Ich glaube, es waren vier Phase 1-Klone. Also der gute Kenny kam auch so. Ah ja, und hier der AT-AT mit Laserkanone tatsächlich. Er kam auch auf 10 Aktivierungen. Und hier seht ihr nochmal meine Liste. Die habe ich euch ja mal in Teil 1 eingeblendet. Schaut einfach mal auf dem kleinen i vorbei, dann könnt ihr euch die Liste nochmal anschauen. Es ist auch eine 10 Aktivierungsliste rund um 3 Barks, Yoda und Anakin. Hier dargestellt von Isla Secura. Das Spiel ging zugunsten von Kenny aus. Leider hat uns hier die Turnierzeit nicht ausgereicht. Wir haben es am Ende von Runde 5 beendet. Ich habe auch leider während des Spiels irgendwann vergessen, tatsächlich mit dem Camcorder mal über die Platte zu schweben, um euch da mehr aufzunehmen, aber hier habt ihr zumindest noch ein paar Bilder. Ja, am Ende war es so, dass mein Yoda in 2 Einheiten Wookies stande, hatte glaube ich nur noch 1 oder 2 Leben und ja, aufgrund von Abschüsse gewann dann Kenny das Spiel. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Runde 2 ging es für mich auf dieses sehr düstere, es könnte Mustafar oder eine alte Sith-Weltplatte sein. Ich habe es euch ja vorhin noch gesagt, mir gefällt die Platte sehr gut. Und hier musste ich gegen einen Separatistenspieler ran, das war Dimitri. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 11 Aktivierungen waren. Auf jeden Fall war Bosk dabei, Cad Bane war dabei, es war ein Superdetektor dabei. Ich meine, es war Kalani. Eine Spinne. Eine Magna-Wache, 2 Droidikas und dann aufgefüllt mit jede Menge B1-Droiden. Hier seht ihr nochmal die ganze Map. Wir haben gespielt Schlüsselposition, dazu noch Nachschublieferung, also dass man noch extra Ausrüstung looten konnte während des Spiels. Und langer Marsch tatsächlich. Hier seht ihr gerade, wie er einige Droiden aktiviert hatte. Bosk hat da oben ein Gebäude gelauert, während Cad Bane eher linksseitig vom Bosk war. Ja, wie ging das Spiel aus? Leider zugunsten für Dimitri. Aufgrund von Abschüsse mussten wir Anfang Runde 5 leider beenden, weil die Zeit abgelaufen war. Ja, Runde 3, ganz ehrlich, da war der Tag für mich schon so durch von der Konzentration her. Ich habe voll vergessen, den Camcorder überhaupt mal einzuschalten. Ich habe nur eine Handvoll Bilder gemacht, hier mal die Platte, wie sie aussieht. War für mich auch vom Spielgefühl keine gute Platte. Ja, ist für mich einfach nicht sehr ansprechend an sich. Ich konnte die Mission allerdings für mich entscheiden. Mein Gegner war auch ein Separatistenspieler mit 2 Spinnen. Es war Kalani dabei, jede Menge B1 und 2 Magna-Wachen mit Raketenwerfer. Wir haben gespielt Nachschub Bergen, sprich Kistenklau-Mission, und ich konnte alle 3 Kisten, die mittlere und die 2, die ich platziere, sehr schnell für mich beanspruchen und das Spiel dadurch gewinnen. Ja, Leute, ich glaube, den Mann brauche ich nicht groß vorstellen. Sag mal einfach mal, es kommen komplett Fremde. Wer bist du? Ja, ich bin der Daniel von Dead Trooper Wargaming. Ich sag ja, ich kenne den Dirk schon von Anfang an, aber wir kennen uns wirklich von 2018. Anfang an, 2018, deutsche Meisterschaft schon. Ich sag ja, die begehrten Rippchen. Ja, Rippchen. Die Rippchen halt, war noch schön halt. Ja. Und in deinem Star Wars Museumsturnier. Genau, da Stars of the Galaxy halt, ja, im Menschen halt, das Star Wars Museum, was uns unterstützt. Ja, sag ja, bin froh, dass man den Dirk mal wieder sieht auf dem Turnier. Ja, du warst auch lange nicht mehr bei uns halt. Da kommt auch ein Video demnächst, warum ich offline war tatsächlich. Hatte gesundheitliche Gründe, das kann ich so ein bisschen vorwegnehmen. Es wird sich aber auch kanaltechnisch einiges ändern müssen. Da gibt es auch ein extra Video zu. Nochmal an der Stelle ganz kurz danke für alle, die heute auch auf dem Turnier gefragt haben, warum war ich plötzlich so verschwunden. So ein bisschen Instagram war ja nur Thema mit den Figuren in der Natur. Aber es war halt Zeit für Videos machen. Aber das ändert sich jetzt Stück für Stück. Beginnt mit Report über das Turnier im Prinzip und Vorbereitung. Ja, cool. Auf jeden Fall, wie war dein Turniertag? Tag 1, wir haben 3 Runden gespielt. Ja, ich hat eigentlich gut funktioniert. Erst konnte ich gewinnen gegen einen ATST Speedback-Liste. Ihr seht das ja dann auch irgendwann bei mir auf dem Kanal. Ich meine, genau, auch wird so verlinkt. Genau, halt so einfach so ein Turnierdings, wo ich halt über die einzelnen Runden berichte halt. Und das zweite Spiel habe ich einen gravierenden Spielfehler gemacht. Habe ich gegen 3er Magna Garde, 3 Steps, 3 B1 und Kalani gespielt. Hostage, also Geiselaustausch. Meine Geisel hatten die Pikes, seine Geisel hatten die B1.
und war eigentlich am Ende der ersten Runde relativ gut für mich, weil Kalani hatte, glaube ich, 3 oder 4 Wunden schon, aber hatte nur noch ein Leben hätte er gehabt und hatte 6, 7 Niederhaltmarker. Wow. Ja, und dann irgendwann ist es halt so, ne, man ist halt, wird halt gierig halt, wenn man konzentriert sich nicht mehr auf das Spiel oder sowas halt dann. So, dass ich halt mit meiner ersten Aktion, wo ich Chor gezogen habe, nicht mit meiner Geiseleinheit, sondern halt immer erst die Geisel wegbringen und nicht was anderes machen. Nein, ich wollte unbedingt mit meinem Mörser auf Kalani nochmal schießen, dass er noch die 2 mehr Niederhalt bekommt. Hab Zielen gemacht und was ist? Man ist gierig, die Würfel sind dann nicht mehr treu. Also ich habe dann wirklich 0 Hits gemacht, auch kein Search, nichts. Hat er nur 1 Niederhalt hat er noch bekommen. Und Murphys Gesetz, er würfelt seine Moral weg und es sind auf jeden Fall waren zu viele Symbole, dass er nicht in Panik gefallen ist, sondern ganz normal bei den Separatisten wieder dabei war. Seine Magna Guarda hat dann meine Pikes zerschnitzelt, haben sich die Geisel geschnappt und dann war das Spiel eigentlich schon ab Runde 2 verloren. Also ich habe dann noch bis zur 4. Runde versucht, irgendwas zu retten, aber es ging nicht mehr zu retten, weil natürlich dann seine Steps meine Einheiten dann weggeballert haben, ja. Weil er hatte kein Ziel, ich musste rankommen an die Geisel, also dass er halt wirklich mit seinen Steps da wüten konnte, so dass ich 1-1 nach dem zweiten Spiel war und das dritte Spiel war dann auch wieder gegen selbst gegen den Lennart und da war es eigentlich. Im dritten war ich auch kurz dabei, war voll irritiert. Hä? 2 Cat Banes gegeneinander und dann, ach stimmt, Daniel spielt heute Vader mit Cat Bane. Genau, ich habe Imperium Cat Bane gehabt. Und es war auch wirklich so die ersten 2 Runden, wo ich dachte, ach, das ist heute meine Endgegnerliste, selbst ich kann heute nicht gewinnen. Also ich selbst habe auch wirklich in beiden Runden gegen mich gewürfelt. Also der Lennart hat es ja gerade auch gesagt im letzten Spiel halt, ne? Also da waren mindestens immer 3-4 Crits dabei. Also wir haben eigentlich immer, war der Würfelpool mit den 6 Würfeln, waren immer 6 Treffer. Verrückt war das. Und da hat er auch meine einzelnen Einheit weggemacht und ab dritte Runde 3. Hat mich so ein bisschen gewundert, dass er Darth Vader absolut ignoriert hat. Und dann bin ich wirklich mit Darth Vader in seine B1 rein und konnte dann natürlich mit Vaders Macht halt eine B1 hochschmeißen. Er hat einen B1 auf einen Stalagmit von Geonosis gesetzt. Genau, es waren eigentlich 4 und ich habe dann gewürfelt, die Verdrängungswürfel, habe dann 3 Symbole gehabt. Das hat wirklich nur eine Einheitführer auf den Geonosis. Was macht denn der da oben? Ja, da drauf saß. Und habe dann wirklich bis zur Runde 6 und in der letzten Aktion hat das Spiel dann, hat es für Lennart gereicht, weil ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt, ich musste Cat Bane im Nahkampf töten, er hatte noch keine Wunde, also ich musste praktisch 6 Wunden machen, er durfte nichts würfeln, habe dann kein Ziel genommen, habe dann gewürfelt, hatte wirklich 5 Hits und hatte einen Surge, dadurch, dass ich ja den Kampf getümmelt habe, also in der 4, da wo ich, wenn eine Einheit sich in Reichweite 1 zu mir aktiviert, kriege ich auch nochmal meine Surge-Marker. Er konnte halt dann einen dafür nutzen, dass ich 6 Treffer hatte. Und was hat er gehabt, was ich nicht gesehen habe in seiner Armeevorstellung? Er hat den scheiß Ausrüstungskoffer gehabt und dieser Ausrüstungskoffer hat ihn in der letzten Runde... nicht so geläufig. Also ich musste auch fragen gerade, Daniel, wo ich dann nochmal hin so am Schluss des Spiels, was ist ein Ausrüstungskoffer? Das ist die neue Ausrüstungskarte, wo man quasi in die Welt abspeichert und jederzeit sie ziehen kann. Genau, das ist halt in diesem neuen Kartenpack drin. Da kam Schattenkollektiv auch, ja. Oder im Schattenkollektiv hast du drin, genau. Halt, du hast halt dann neben dem Tisch hast du diese Karte und kannst halt den Dodge-Marker nutzen, wann du willst. Halt. Ja, das ist halt einfach, Koffer aus. Ja, genau, ist ein Koffer halt. Ne, und dann, und dann hat er ihn halt rausgeholt. Ich hatte gehofft eigentlich, also ich wusste auch gar nicht mehr, dass er drauf war, aber ich habe vielleicht jetzt im Nachhinein gehofft, dass er das vielleicht vergisst. Ja, wie du sagtest dann da, ey, schau mal, so eine Karte kann dir jetzt echt noch ein Spiel retten im letzten Moment. Was kostet die? 5 Punkte, glaube ich, der Koffer? Oder 5 Punkte. Ne, irgendwie sowas halt. Ne? Ja, und deswegen hat er das Spiel dann gewonnen, weil wir haben dann nochmal weitergemacht. Er hätte noch den Taktik-Truden gehabt, der wäre aber aufgrund, ich hätte ihn noch mit Machtstoß hätte ihn weggedrücken können, hey, wäre nicht dran gekommen. Und dann hat er auch nochmal die Panik, weil er 2 Niederhalten hatte, ist auch nicht weggegangen. Aber das ist auch nur eine Aktion, dann hätte ich das Spiel wirklich gewonnen. Das ging jetzt wirklich an den Also mega geiles Spiel, hat mega Spaß gehabt. Gemacht. Ja, auch gut, Spiel vom Tisch. Genau, also dann so Spiele verliere ich dann auch gerne, das muss ich echt sagen. Also, wenn das wirklich bis zur letzten Runde da sind und dann nochmal so ein Comeback ist, wo man vielleicht, egal welcher Spieler, ob es jetzt bei Lennart oder jetzt bei mir gewesen wäre, aber das Spiel hat wirklich mega Spaß gemacht und es ist ein 1-2 und hoffe natürlich, dass es morgen dann vielleicht ein 3-3 wird halt, dass ich da ausgleichen kann. Ich bin mal gespannt. Morgen in 3-3. 2 Spiele sind ja noch, ne? Morgen sind noch 2 Spiele, genau. Ah, nee, stimmt, ja, stimmt. 1-2, stimmt. Ich kann ja 3-2, genau. Also das ist auch mein Ziel, also genau. Morgen nochmal 2 abgeben, weil ich stehe mit 2 los, 1 Sieg. Vielleicht spielen wir ja morgen, wissen wir ja gar nicht. Wir haben beide 1-2 gespielt. Also wir schon den Weg mal wieder auf mich. Ja. Wir können morgen echt vielleicht gegeneinander spielen. War spannend. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich muss das erste nicht gewinnen. Ich muss das erste gewinnen, dann sind wir 2-2 jeder. Dann wäre die Chance da, bevor ich abreiße. Genau, wir gucken mal. Ja, cool, dass du dir auch kurz zeigst.
Yamaha hast. Gerne. Also ihr seht, die Stimmung passt und ganz wichtig, auch zwischen uns passt die Stimmung, weil da gab es wohl auch schon ein bisschen so Sorgen, weil ich mich mal ein bisschen ausgekotzt hatte in der Facebook-Gruppe, während meinem Stillstand. Alles cool zwischen mir und Daniel, wir telefonieren regelmäßig, auch Tipps wegen Orga, gerade auch wegen auch private Sachen haben wir auch schon zusammen gesprochen halt, dann, also ja. Ja, das ist ja, also, ne, auch wenn man sich nicht sieht oder nicht immer hört, dann halt, da war ich auch natürlich nur durch Familie und auch jeder gar keinen Bock, genau, gar keinen Bock habe immer, ne, hier zu irgendwelchen Content zu machen halt, ne, aber wenn irgendwas ist halt, dann ist halt die Community dann immer so, ey, habt ihr Streit oder sowas halt. Deswegen, aber, also ich war auch nicht in Hannover wegen irgendwie Glitch oder sowas oder weil ich irgendwie vergrämt war. Ich wurde Partneronkel. Das konnte ich dann da auch offiziell dann werden, weil dann die Taufe war und ich entsprechend Taufpartner. Genau. Das geht halt vor. Genau. Das gut. Ist halt einfach ein Hobby, ne? Und deswegen halt. Wir verdienen da keine Millionen mit, auch wenn das immer viele denken, alle unsere Community, dass wir damit richtig Kohle machen. Es wäre schön, ne, dass wir immer davon leben könnten. Das ist ein reines Hobby-Ding, es macht halt Spaß und deswegen ist es ja bei mir oder beim Dirk genauso, wenn wir mal keinen Bock haben, was zu produzieren, ich spüre da keinen Druck dahinter halt. Ne? Das ist, klar hat man jetzt eine gewisse Erwartungshaltung, ne? Ab einer bestimmten Abonnentenmenge bei uns beiden halt dann halt, aber es ist so, wir haben beide ein Familienleben halt, ne? Wir haben ein privates Umfeld, was wir nutzen. Wir machen das gerne, beide halt, ne? Du mit Basteln, wo halt dein Malding hast, ne? Dann wir vielleicht mit Einheiten oder Battery Reports halt haben, wo wir halt unsere Dinge haben, aber wenn wir uns sehen, ist das wirklich wie eine kleine Familie, ne? Man freut sich, man macht einen dummen Spruch, trinkt ein Bierchen. Genau, trinkt ein Bierchen oder sowas, halt keine Ahnung was halt, ne? Das gehört einfach dazu, so ein Hobby. Deswegen freue ich mich auch, dass wir alle hier wieder in Bremen sind, ne, und so ein kleines Familientreffen haben und mal wieder die, vor Corona, die Zeit, die wir hatten vor Corona, wohl auch genau wieder ein bisschen auffreshen können. Ja, dann danke dir, Daniel. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich dann hier Teil 1. Wir sind tatsächlich bei Teil 2, aber Teil 1 vom Turniertag. Cut. Ihr seht dann im nächsten letzten Teil das Gesamtfazit und liebe so abschneiden, da schnappe ich ihn dann noch einmal und frage mal. Oder wir berichten euch, ob wir es tatsächlich geschafft haben, dass wir gegeneinander spielen. Genau, ja. Also ich kann sagen, wenn wir spielen sollten, dann würde ich das Spiel sogar als Battle Report aufnehmen halt. Ne, weil okay, cool, dann muss ich halt, Bauch wir gucken dann mal, ne, ob wir das vielleicht schaffen wir es ja. Jetzt habe ich es angesagt in der Kamera. Ja. Ihr werdet es dann sehen, ob es dann auf dem Kanal kommt, der Battle Report oder nicht. Aber wenn wir gegeneinander spielen, dann würde ich das. Das wäre cool. Ja, das ist lieber gut. Ja, danke dir, Daniel. Gerne. Und wir sehen uns heute.